Hallo und herzlich willkommen hier bei Modbox. Ich bin's, der gute Pamu, und heute schauen wir uns einen Drescher an. Und zwar handelt es sich um den SKIF 310. Entschuldigung dafür. Ein Drescher im, ja, ich sag mal, unteren Preissegment. Der Drescher kostet uns 180.000, hat ein Fassungsvolumen von 8.100 Liter und eine Leistung von 307 PS und 25 km/h. Schnell. Ja, und wie man sieht, habe ich hier mal kurz angefangen in einem Rapsfeld abzuernten. Wir haben hierbei auch noch mal zwei Schneidwerke. Einmal eins für unser Getreide und einmal dann eins für unser Mais. So, das finden wir dann wiederum in der Kategorie Anbaugeräte. Das muss ich mal kurz... Haben wir hier einmal die Schneidwerke. Da hätten wir dann hier das ZHZS für 35.500, mit dem wir eben halt dann arbeiten können, mit einer Arbeitsbreite von 6,8 Metern. Ja, was können wir damit alles runterholen? Wir können damit eben halt dann unsere, unser Weizen runterholen, unser Hafer, unsere Gerste, unseren Raps, Sojabohnen und auch unsere Sorghumhülse. So, dann hätten wir noch bei den Maispflückern eben halt dann das Lizard Header 4408. Eben halt dann den Maispflücker, auch auf einer Arbeitsbreite von 6 Meter für eben halt dann unsere Sonnenblumen oder eben halt dann unser Mais abzuernten. Ja, und Kostenpunkt liegen wir dann da bei 53.000. Ja, und wenn man sich das hier so anguckt von den ganzen einzelnen Pflückern her, ist das neben dem Ziegler und den Case und den New Holland mit eins der günstigen Varianten. Aber da können wir zum Beispiel jetzt auch keine Änderung oder beziehungsweise keine Farbgebenänderung machen. So, den Drescher selber finden wir dann in der Kategorie bei den Mähdreschern drin, beziehungsweise bei den Fahrzeugen. Und da hätten wir ihn dann, wie schon gesagt, 8.100 Liter mit eben halt dann 25 km/h Höchstgeschwindigkeit, 307 PS für 180.000. So, aber hierbei können wir jetzt so einige Veränderungen können wir jetzt hier vornehmen, wie zum Beispiel einmal unsere Reifen. Da hätten wir jetzt die Trelleborg, die Michelin, Continentals und das war es dann wiederum. Bei den Trelleborg können wir zum Beispiel einen Standard Breitreifen wählen. Bei den Michelin können wir gar nichts abändern. Und bei den Continentals auch nicht. So, von der Hauptfarbe her hätten wir nur entweder gelb oder grün. Und eben halt dann die Felgenfarbe entweder weiß oder eben halt dann grau. Ja, die Hauptfarbe sieht man ja selber. Oben das Dach ändert sich dann nur. Mehr können wir hier erstmal aktuell nicht machen. Ja, außer eben halt dann noch hier unser Kennzeichen. Wir hätten hier noch die deutsche Kennzeichnung mit dabei. Das gibt dann eben halt dann die Karte eben halt dann her. Ja. Mehr können wir hier dran erstmal nicht machen. So, jetzt wollen wir uns das gute Stück einmal anschauen. In der Praxis. Was mir jetzt schon mal aufgefallen ist, so, wir starten den jetzt einmal. So, wer jetzt gleich schon mal unten auf die Pedale schon mal achtet, wenn wir jetzt rückwärts fahren oder vorwärts fahren, die Pedale gehen leider nicht mit. Und wenn man sich den Fahrer auch anguckt, sieht man, es wird dann nur über den Joystick Gas gegeben, gebremst und beschleunigt dann. So, die Lichteinheiten. So. Die Lichteinheiten funktionieren eben halt dann auch. So, Blinker funktioniert. Und Bremslicht eben halt dann auch. So, Rundumleuchten haben wir ebenfalls verbaut, auch diese funktionieren. So, jetzt wollen wir einmal jetzt hier reinfahren und schauen, wie sich das Ganze jetzt hinten auch verhält vom Auswurf. Ja, ganz klassisch eben halt dann bei Raps können wir, haben wir ja keine Strohablage, aber auch hier können wir dann die Strohablage dann wählen und wie man sieht, es wird schön reingezogen. Und auch hinten auch mit ausgeworfen.
So. So. Sieht soweit recht gut aus. Muss man ehrlich sagen. Auch unsere Ausfahren von dem Rohr eben halt ja gut. Ne, wenn man sich das jetzt hier anguckt, man kann da jetzt nicht mit einem Amperion oder sowas darunter fahren. Das wäre dann eben halt dann zu groß. Aber mit so einem, ja, 18 Kubik Anhänger kommt man hier bequem los. Also bequem runter. So. Haben wir das gute Stück einmal ausgestellt. Und jetzt schauen wir uns mal kurz die Lok an. Ja, und die Lok scheint fehlerfrei zu sein. Also ich habe aktuell noch keine Warnings, keine Errors, keine Lures entdeckt. Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe das Ganze jetzt im Singleplayer getestet, beziehungsweise im Einzelspiel. Wie es jetzt auf dem DD-Server ausschaut, kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Diesen Mod findet ihr aktuell bei ModHub. Gibt es zurzeit nur für PC und Mac. Ob es eine Konsolenvariante gibt, kann ich leider zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Wenn euch diese kleine Mod-Vorstellung gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da und die Glocke nicht zu vergessen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.